So, nachdem die sich jetzt alle auf der Bühne minimal kennenlernen, stelle ich Ihnen die Herrschaften auch kurz vor. Friedemann Schindler, ganz links. Er leitet die länderübergreifende Stelle für Jugendschutz im Internet und die heißt passenderweise auch jugendschutz.net. Dank seiner Doppelqualifikation als Pädagoge und Mediendesigner hat Friedemann Schindler in den 90ern für die Bundeszentrale für politische Bildung eine interaktive Datenbank entwickelt für Computerspiele. Und die hat er dann auch pflichtbewusst mit seinem Sohn getestet. Besonders gut ankam da, sowohl bei ihm als auch bei dem Sohn, das Prügelspiel Tekken. Das Prädikat wertlos, aber macht Spaß. Herr Schindler sagte, er wollte verhindern, dass sein Sohn heimlich trainiert und dadurch einen Wettbewerbsvorteil bekommt. Deshalb hat er die Steckerkontakte mit Tesafilm umwickelt. Das waren die Anfänge von Herrn Schindlers Beschäftigung mit technischen Schutzmaßnahmen. Ich glaube, inzwischen ist er ein bisschen weiter und es ist immer noch einer seiner Arbeitsschwerpunkte. Birgit Gut zu meiner Linken. Sie ist bei RTL Disney für Medienforschung und Qualitätsmanagement zuständig, verantwortlich sogar, nicht nur zuständig. Und zuvor war sie 7 Jahre lang Jugendschutzbeauftragte von Super RTL. Birgit Gut hat 2 Kinder und findet es sehr schön, mit den beiden Fernsehen zu sehen. Das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Ist immer sehr erhellend und sie hat den Eindruck, sie kommt da näher an die Lebenswelt ihrer Kinder. Und sie selbst behandelt im Privaten die Altersbeschränkungen recht flexibel und kindorientiert und so darf dann auch der 17-Jährige durchaus Tarantinos Südstaaten-Schocker Django gucken. Aber Frau Gut steht da natürlich selbstverständlich für ein klärendes Gespräch immer zur Verfügung. Jetzt hat Herr Vollmers gerade was gesagt. Eigentlich wollte ich ihn als Gastgeber zuletzt vorstellen, aber das muss ich aufgreifen. Also auch Herr Vollmers Entsetzen hat einen persönlichen Hintergrund, den ich gleich lüften darf, aber für die, die ihn nicht kennen, er ist Geschäftsführer der freiwilligen Selbstkontrolle und wenn man einen Blick wirft auf Herrn Vollmers schwierige Kindheit, ist das eigentlich überraschend. Sie wissen vielleicht, wenn Sie schon öfter da waren, ich habe das ja schon mal angedeutet, dass er viele Nächte in einem dunklen Keller mit bösen Spielen zugebracht hat und heute hat er mir Einblick gewährt in einen weiteres erschütterndes Detail seiner Kindheit. Sein Vater war im Regierungspräsidium Darmstadt beschäftigt mit der Indizierung von Filmen und sowas in der Art. Und er hat jetzt seinen Sohn nicht wirklich missbraucht zu Testzwecken, aber er hatte da offenbar sportlichen Ehrgeiz und hat ihnen auch einiges zugemutet. Taxi Driver ist Herrn Vollmers in Erinnerung. Dafür fand er sich ein bisschen jung. Alter weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielleicht sollten Sie sich mal austauschen, ob Frau Gut da gut agiert. Okay, das können Sie dann beim leckeren Essen machen. Carola Witt darf ich Ihnen noch vorstellen. Sie ist seit 15 Jahren Jugendschutzbeauftragte des NDR und seit gut 7 Jahren Vorsitzende des Arbeitskreises der Jugendschutzbeauftragten von ARD und ZDF. Für das Amt ist sie sehr gut gerüstet. Zum einen, weil sie 2 Kinder hat, die der Altersfreigabe gerade entwachsen sind und weil sie Jugendkriminologie studiert hat. Das schadet auch nicht. Und ich habe knallhart recherchiert und im Vorfeld noch mit Frau Witts Sohn gesprochen, wie sich das zu Hause so ausgewirkt hat. Und die beiden haben früher, die Kinder sind ja 18 und 21, glaube ich, ne, Frau Witt, also schon ein bisschen älter. Und im Hause Witt spielte man Willibald der Baumeister und auch Rollercoaster Tycoon. Das klingt schon ein bisschen böser, aber und Frau Witt hat also zu Hause auch strenges Maß gelten lassen und ich hatte den Sohn fragen dürfen, wie das denn so ankam und er sagte, ob er was verpasst hat, weiß er ja nicht, aber er schätzt absolut, dass er im Umgang mit dem Internet vorsichtig ist und in keine Fettnäpfe tritt. Ja, also da hat es gefruchtet. Herr Jatzombek. Thomas Jatzombek, der Politiker in dieser Runde, er ist Sprecher für die digitale Agenda der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Dafür hat er sich qualifiziert, weil er vor 20 Jahren sein Studium geschmissen hat und stattdessen lieber ein IT-Unternehmen gegründet hat. Die Grundlagen dafür wiederum waren intensives Ego-Shooter-Training, das ist für Politiker immer gut, glaube ich, und schlechter Umgang.
Ja, mit Freunden nämlich, die die Spiele vorwiegend danach ausgewählt haben, ob sie auf dem Index standen. Uns liegt eine eidesstattliche Erklärung vor, dass Herr Jazombeck selbst damit nichts zu tun hatte. Wenn Herr Jazombeck gleich öfter auf sein Handy guckt, dann ist das nicht schlechte Erziehung oder schlechter Umgang, sondern heute ist Bundestagssitzung, er muss noch zu einer namentlichen Abstimmung und wenn die rufen, dann muss er dahin. Wenn die anderen mit dem Handy spielen, das ist bedenklich. Aber Herr Jazombeck darf. Ja, also ich würde gerne, wir müssen ja jetzt so einen schnellen Ritt machen. Ich freue mich, wenn Sie alle kurz antworten, damit wir Sie auch einbeziehen können. Wir haben nur eine Stunde. Und ich möchte gerne noch einmal ganz kurz auf die Inhalte zu sprechen kommen, dann auf den auf die geplante Nivellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages gucken. Das Wort nutzen wir nicht mehr, es kostet zu viel Zeit. Aber ohne, dass wir uns da festbeißen, sondern das einfach nur zum Anlass nehmen, ganz schnell in die Zukunft zu gucken. Wie kriegen wir denn all das, was jetzt hier zur Sprache kam, hin und was muss praktisch passieren? Wie können die einzelnen Parteien dazu beitragen, dass der Jugendschutz irgendwie auf breiteren Füßen steht, auf sichereren? Frau Gut, ich möchte mit Ihnen anfangen. Sie hatten im Vorgespräch gesagt, der beste Jugendschutz sind gute Angebote. Welche Umstände brauchen gute Angebote, um zu gedeihen? Gute Angebote brauchen, bin ich jetzt zu hören? Sie haben so ein Dings an, weiß, ja. Okay. Müsste. Gute Angebote brauchen auf jeden Fall einen verlässlichen Rahmen. Wir müssen wissen, was dürfen wir und was sollen wir nicht tun. Im Fernsehbereich ist das ja ganz klar geregelt. Ich mache das seit 20 Jahren bei Super RTL. Das ist ein bisschen missverständlich hier, der Firmenname stimmt nicht ganz. Disney ist inzwischen Konkurrent. Im Internet, finde ich, muss da noch ganz viel geklärt werden, damit wir als Inhalteanbieter für Kinderwebseiten einen guten Rahmen haben. Einen Rahmen, der auch für alle gilt, für alle Anbieter, die Kinderinhalte zur Verfügung stellen. Dass man auch mit gutem Gewissen kommerzielle Inhalte haben darf, werben darf. Dass man nicht dauernd mit Verfahren bedacht wird von Verbraucherschützern, sondern dass es da ein gewisses Vertrauen gibt, gerade in deutsche Unternehmen, die Inhalte für Kinder zur Verfügung stellen, weil ich finde eben, je mehr Inhalte da sind, von Kindern gefunden werden können, zum Beispiel durch Apps oder Websites wie FragFin, desto weniger Probleme haben wir dann auch, dass Kinder auf bedenkliche Inhalte kommen. Das ist ja nicht vordergründlicher Motivation von Kindern, erstmal die schlimmen Sachen zu finden, wenn sie im Netz sind, sondern die wollen ja auch Sachen finden, die für sie hilfreich sind, gut, nützlich, Spaß machen. Das haben wir auch gerade bei den Mädchen super gehört. Herr Vollmer, Sie haben ja wahrscheinlich einen ganz guten Überblick. Finden Sie, da tut sich genug auf der Angebotsseite oder wünschen Sie sich mehr qualitativ hochwertige Sachen? Ich will mal so ein bisschen allgemein antworten, weil ich noch einen ganz anderen, sozusagen interessanten Aspekt in dem Kontext im Kopf habe. Zumindest ist er mir gerade eingefallen, als Frau Gut gesprochen hat. Nämlich, man hat so ein bisschen den Eindruck in Deutschland, wir haben ja heute auch viel über Unterhaltung gesprochen, dass sozusagen auch in diesem Bereich Apps und so weiter man sozusagen mit kulturell wertvollen Inhalten sozusagen punkten muss. Aber das Problem ist und der Eindruck sozusagen verstärkt sich mehr und mehr und das ist auch ein Stück weit die Antwort auf Ihre Frage, dass nämlich diese Angebote natürlich schön sind, aber in der Masse nicht unbedingt immer ankommen. Also es gibt ja auch viele Preise, die vergeben werden. Es gibt vieles, was als wertvoll sozusagen deklariert wird, auch von, ich sag mal, von der staatlichen Seite oder auch von institutioneller Seite. Und das ist gut und wichtig. Aber wenn es sozusagen in diesem Bereich Unterhaltung geht, beispielsweise auch bei Kindern und Jugendlichen mit digitalen Medien, wo man eher sozusagen undercover vielleicht die ein oder andere Information unterbringt, dann wird es oft sozusagen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit Handschuhen angefasst. Ja? Und ich glaube, wir müssen mal überlegen, wie können wir, also zum Beispiel auch bei diesen Apps, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, ich habe zwei kleine Kinder und bin da eher unkritisch, also insofern Ihre Einführung war ja auch ironisch, falls das jemand sozusagen anders verstanden haben sollte. Aber das ist auch noch so ein Dschungel, ne? Und dann gibt es so ein paar sozusagen wertvolle Apps, die dann aber sozusagen nicht wirklich bei den Kindern ziehen, ja? Und ich glaube, wir brauchen da ein Stück weit Umdenken auf allen Ebenen, um auch sozusagen einem unterhaltenden Ansatz, der am Ende was bringt. Wir haben heute auch über diese Fernsehsendungen was gehört, die am Ende dann doch plötzlich, also Big Bang Theory und so weiter, am Ende doch erstaunliche Effekte haben. Dass man sich so ein bisschen öffnet, ja? In diesen Unterhaltungsbereich nicht so bäh bäh und da sind so ein paar schöne kulturelle Sachen, sondern auch
der auch, ja, nicht sagen alternativ, sondern auch der Unterhaltungsbereich, wenn er gut gemacht ist, hat nicht nur seine Berechtigung, sondern ist dringend notwendig, um in dem digitalen Bereich Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und wir müssen sie erreichen, denn diesen Teil für sie auszuklammern, wäre sozusagen mit Blick auf die Zukunft ein falscher Weg. Herr Schindler, sehen Sie das auch so, dass wir da noch so eine Schere im Kopf haben zwischen U und E und Gut und Böse und uns dadurch vielleicht Kreatives verbauen? Also ich glaube, die Diskussion gibt es ja nicht erst seit dem Internet, sondern schon länger, weil insbesondere halt mit den Computerspielen so eine Trennung stattgefunden hat zwischen den Medienwelten von Erwachsenen und den Medienwelten von Kindern. Also im Fernsehen, das konnte man sich halt noch gemeinsam angucken, jetzt beim Computerspielen, wie das Beispiel meines Sohnes zeigt, ist die gemeinsame Erfahrung beschränkt, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen man immer der Loser ist und dann macht das für die Eltern halt dann auch keinen Spaß mehr. Also unsere Konsequenz oder meine Konsequenz war, dass diese Datenbank für Computerspiele, die ich damals entwickelt habe, dass die immer auch darauf gesetzt hat, die Kinder und Jugendlichen halt einzubeziehen. Das heißt, es gab Einschätzungen von Erwachsenen und es gab Einschätzungen von Kindern. Und zum Beispiel bei den Klicktipps machen wir das auch als Prinzip so, also Empfehlungsdienst für gute Kinderseiten, dass sowohl Erwachsene drauf gucken als auch Kinder. Und wenn die Kinder sagen, es ist langweilig, dann nehmen wir das zum Beispiel auch nicht in den Besprechungsdienst halt auf, weil es dann keinen Zweck hat. Also im Internet machen die Kinder ja auch ihr eigenes Programm. Also die Hoffnung, dass man Kindern irgendwas Gutes vorsetzen könnte und dass sie das dann konsumieren, die hätte ich nicht. Mhm. Wissen, dass Herr Jatzombek vielleicht jeden Moment weg muss, will ich jetzt schon mal politisch werden. Und es lief ja gerade das Online-Consulting zur Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrages. Vor 3 Tagen ist es ausgelaufen. Wie auch immer die Einzelheiten sind, was, glaube ich, klar und vielleicht auch unstrittig ist, ist, dass die bisherige Regelung kompliziert ist. Es gibt diese Trennung Jugendschutzgesetz des Bundes, dann das Wort, das ich nicht mehr sagen möchte. Es ist ein ziemliches Durcheinander. Herr Jatzombek, wäre es nicht wünschenswert, dass es einfach ein Gesetz gibt und fertig? Ja, aber ich fürchte, das Problem ist die Durchsetzung davon. Also ich habe das nun selbst über viele Jahre, hat man mich leid geprüft daran und wir hatten das Beste im Sinne und stehen nach wie vor in einer Situation, wo eigentlich nichts weitergekommen ist als die Regelungen von 2003, denn das ist ja der jetzt gültige Staatsvertrag. Und nachdem die Länder halt, wie ich finde, auch ein sehr kompliziertes Vorhaben gemacht haben für die Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrags, gab es doch eine Menge Leute im Internet, die hatten Sorge, ist die freie Sprache noch möglich, führt das möglicherweise zu Unsicherheiten, gerade auch bei privaten Bloggern, ist da möglicherweise eine Abmahnwelle im Anmarsch, vielleicht waren diese Bedenken auch alle unberechtigt, darüber kann man auch ganz lange diskutieren. Ich glaube, an der Stelle hat zumindest Politik gelernt, bei anderen Gesetzgebungen, Leistungsschutzrecht, dass man da mal all die ausgeklammert hat, schon mal Blogger, Privatleute, das glaube ich ist ganz gut. Nichtsdestotrotz, es gab keine Regelung. Wir haben dann gesagt, dann versuchen wir es mal über das Jugendschutzgesetz, weil dass man tatsächlich heute immer noch auf einen Datenträger einen Aufkleber drauf machen muss. Okay? Das ist auch nicht an. Doch, also dass man im Jahre 2014 immer noch den Glauben hat, dass halt eben Computerspiele, was auch immer für Medien, auf einem Datenträger kommen und da muss ein Aufkleber drauf geklebt werden. Das ist natürlich wirklich von vorgestern. Und dann haben wir versucht, das Jugendschutzgesetz so zu verändern, dass zumindest mal für diejenigen möglich ist, die was machen wollen. Es ist aber am totalen Widerstand der Länder gescheitert. Und jetzt machen sie einen neuen Anlauf zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ob man aus den Fehlern vom letzten Versuch gelernt hat, das weiß ich nicht. Das werden wir aber jetzt, glaube ich, bald erleben. Frau Witt, sehen Sie das auch so? 2003 ist irgendwie nicht mehr adäquat zu den Herausforderungen heute? Ich bin jetzt etwas überrascht. Achso, ich funktioniere. Herr Jatzombek hat gesagt, dass man labelt, ist von vorgestern. Und dass man DVDs mit Label versieht, ist auch von vorgestern. Ich denke, das ist eine Empfehlung für die Eltern. Nach dem, was Frau Kroll gerade erzählt hat, mangelt es ja genau daran, dass die Eltern nämlich nicht wissen, wie sie mit den Medien umgehen sollen. Also es gibt halt keine Datenträger mehr, das ist mein Punkt. Ach so, okay, ja. Aber das habe ich, Entschuldigung, ja. Da habe ich es missverstanden. Insofern, insofern bin ich total bei Ihnen. Ja. Dann kann ich Herrn Jatzombek absolut folgen.
Herr Vollmers, die Nutzer heute sind jünger, das haben wir ja auch vorhin in den verschiedenen Folien gesehen, die sind jünger, die sind mobiler als 2003. Was sind die Herausforderungen, die jetzt sich stellen für den Jugendschutz? Ein langer, heißer Tag liegt hinter uns und eine sehr schwierige, allumfassende Frage von Ihnen. Da muss ich erst mal überlegen, wo fange ich da an? Also, wir haben 30 Sekunden. Okay. Also ich glaube, wir haben einen riesigen Blumenstrauß an Herausforderungen vor uns. Die Entwicklung haben Sie gerade in einem Teilbereich sozusagen beschrieben. Man hat den Eindruck, dass der Zug der Realität sozusagen schon vorbeigebraust ist und weiter davonfährt. Und jetzt muss man sich überlegen, mit welchen Mitteln kann man da sozusagen noch hinterherkommen. Also so sehe ich eher die Situation. Und ich empfinde auch teilweise die Diskussion, auch so was die Mediennutzung an Schule angeht und so. Klar, da gibt es alles, da gibt es gute Gründe, Pro und Contra und so weiter. Aber wenn man sich überlegt, was das kulturell bedeutet, die digitalen Medien, also was schon Fakt jetzt ist, dann empfindet man die Diskussion, die auch wir als FSM, aber auch alle gemeinsam immer wieder führen, auch so ein Stück weit als ewige Wiederholung. Und das heißt, die Frage für mich ist eher, wie kommen wir dann anhand solcher oder angesichts solcher Entwicklung aus diesen Diskussionen raus und was kann man tun? Ja, und da sind zum Beispiel Jugendschutzprogramme, aber sozusagen auch als, ich würde sagen, größere Begrifflichkeit des technischen Schutzes, der Tools, die es schon mannigfaltig gibt, eine Möglichkeit für ein Segment, nämlich die jüngeren Kinder, dass das die Älteren sozusagen nicht mehr betrifft, die Jugendlichen, die mit ihren Handys rumlaufen, ja, dass die das nicht mehr angeht, da sind wir uns eine, glaube ich, ist uns allen klar. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Segmente, Jugendschutzprogramme, Medienkompetenz, das Wort, was sozusagen jeder im Munde führt, aber keiner weiß, wie wir es sozusagen hinkriegen und vor allem, was es im Detail bedeutet. Das betrifft ganz viele Bereiche, das betrifft den JMSDV, das betrifft sozusagen die Bildungspolitik etc. pp. Und darüber wird ja auch permanent ständig geredet. Um die Frage zu beantworten und aufzuhören, ich glaube, wir brauchen eine größere Flexibilisierung, auch regulatorisch und institutionell bei der Aufsicht oder bei den ganzen Institutionen, die im Jugendschutz befasst sind, damit wir schneller werden. Ich glaube, das System, das tradierte System von Regulierung und Aufsicht ist zu langsam, um diesen Entwicklungen standzuhalten. Das heißt, man muss bei einer Regulierung nicht über Details und Detailschrauben reden, sondern man muss über grundsätzliche Fragen und das große Ganze sprechen. Frau Witt und Frau Gut, Ihre Arbeitgeber müssen sich dem ja auch stellen und Sie vertreten ganz verschiedene Ansätze. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, Frau Witt und Frau Gut, wie Sie sich jeweils darauf einrichten, also darauf, dass die Nutzer eben jünger sind und mobiler und so weiter. Frau Witt, vielleicht fangen Sie an. Ja, ich habe hier eine Rolle, nämlich Verhinderer der Jugendschutzprogramme. Das konnte ich in der Einladung lesen. Wir sind gar keine Verhinderer. Es ist nur so, wir haben einen öffentlichen Rundfunkauftrag und wir können nicht für Jugendschutzprogramme von denen. Frau Witt, Entschuldigung, nehmen Sie das Mikrofon von Herrn Jatzombek, irgendwie läuft es nicht ganz gut. Vielleicht, wenn Sie das Revers ein bisschen aufschlagen. Manchmal ist es auch noch ein Versuch, vielleicht so und. Also wir haben uns einfach dagegen entschieden oder können auch das mit unserer Aufgabe nicht vereinbaren, Jugendschutzprogramme zu bewerben, die noch nicht sicher sind. Nicht auf allen, bitte? Die wird es auch nie geben. Ja gut, dann müssen wir uns was anderes auf was anderes einlassen oder wir müssen einfach darüber mehr berichten. Wir müssen das publik machen. Ich finde, dass Frau Kroll vorhin einen sehr guten im Grunde alles das, was wir als Argumente nennen, hat sie schon einmal vorgetragen, dass nämlich der Endverbraucher, die Eltern eigentlich nicht wissen, worum es geht. Wenn wir die anerkannten Jugendschutzprogramme angucken, dann sind die auf Windows-Betriebssystemen, können mit Windows-Betriebssystemen umgehen, mit dem Web 2.0 nicht. Wenn jetzt Herr Schellenberg da wäre, würde mir gerade sagen, dass wir haben auch etwas, was auf Android geht. Dann ist es aber so, dass die beiden Programme nicht kompatibel sind. Das heißt, wenn man in einer Familie ist mit vier Personen, die Eltern haben ein Windows-Betriebssystem, die Kinder haben Apple
Und außerdem haben Sie verschiedene Smartphones, da müssten Sie sich verschiedene Jugendschutzprogramme installieren. Das glauben Sie doch nicht, dass das tatsächlich funktioniert. Frau Witt, ich wollte Sie gar nicht in Ihrer Rolle ansprechen, wie die Sie sich jetzt selber nochmal zugewiesen haben als Verhinderin, sondern wirklich die Frage, Sie haben ja jetzt schon gesagt, was finden Sie blöd an Jugendschutzprogrammen? Also das geht aber gar nicht um die blöd. Die Frage war, nee, aber was machen Sie? Also was macht die ARD, was machen ZDF und ARD? Wie handhaben die den Jugendschutz? Das ist jetzt wirklich eine ganz deskriptive Frage, wenn Sie uns das skizzieren können. Wie wir es jetzt tatsächlich machen, genau. Ja, ich meine, das ist ganz naiv. Weil wir sehen, und jetzt haben wieder alle Online-Abteilungen der Rundfunkanstalten das getestet, die Sicherheit dieser Jugendschutzprogramme nicht gewährleistet sind, stellen wir nach wie vor zeitgesteuert ein. So wie wir Fernsehen machen, so machen wir es auch im Internet. Uns sehr wohl bewusst, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Dabei soll es auch nicht bleiben. Aber es ist eine gewisse Verlässlichkeit. Und wenn dann Herr von Gottberg sagt, das ist nicht kundenfreundlich, weil er nicht morgens um 8 Uhr den Tatort sehen kann, dann denke ich, wir sind hier, weil wir Jugendschutz machen wollen. Und alle reden von Jugendschutz, aber keiner will irgendwelche Einschränkungen hinnehmen. Und natürlich würden wir auch gerne den Tatort rund um die Uhr einstellen. Aber wenn es im Moment nicht geht, dann tun wir es eben nicht. Jugendschutz erfordert persönliche Opfer, Herr von Gottberg. Vielleicht. Ja. Frau Gut, wie handhaben Sie das? Ja, wir sehen unsere Verantwortung eigentlich schon immer darin, weil wir ja viel mit dem Sender an Kinder und Familie adressieren, auch ein Stück weit die Eltern an die Hand zu nehmen. Also auf jeden Fall haben wir immer, wenn irgendwie was Neues anstand, zum Beispiel das Internet vor 12, 13 Jahren, uns möglichst schnell auch mit anderen ausgetauscht und um zu überlegen, was ist denn jetzt für die Kinder, die wir adressieren, wichtig? Was müssen wir denen an die Hand geben? Wir haben schon ganz am Anfang erklärt, warum es Werbung gibt im Internet. Wir haben die Seite möglichst transparent gemacht. Wir haben auch uns engagiert immer noch in Vereinen, die Jugendschutz- und medienpädagogische Aktionen unterstützen, also FragFin, Mediasmart. In dem All waren wir immer sehr, sehr aktiv. Und ganz klassisch sieht das natürlich im Fernsehen aus, dass wir uns an die FSF-Vorgaben halten, an die Zeitbeschränkungen, was wir am Fernsehen machen. Das ist bei uns jetzt auch nicht so schwierig, weil wir bis 20.15 Uhr ein Kindersender sind und sowieso nichts haben, was wir irgendwie davor zeigen wollten. Wir wollen ja niemanden verschrecken. Wir haben aber im Online-Bereich unsere Erwachsenenprogramme durchaus auch gelabelt und altersklassifiziert, weil ich das wirklich für einen sehr, sehr zukunftsträchtigen Ansatz halte, weil er eigentlich auch die Selbstverantwortung in den Sendern stärkt, den Jugendschutzbeauftragten endlich mal zugesteht, dass sie Ahnung haben von dem, was sie tun, auch den Redakteuren vielleicht mal zugesteht, dass sie nicht nur Böses im Schilde führen, sondern dass sie auch ihren Job ernst nehmen und durchaus ihrer Verantwortung auch bewusst sind, die sie da haben. Und die kennen die Programme nun mal am besten. Und deshalb finde ich dieses Labeling-System einfach sehr, sehr gut und zukunftsweisend. Und machen wir uns nichts vor, das wird uns auch nichts anderes übrig bleiben. Diese ganze Nummer mit Einreichen bei FSF und FSK und nochmal schneiden und nochmal. Und dann, wenn ich eine DVD auswerte, dann nochmal. Das ist alles Wahnsinn. Das kriege ich nicht mehr hin. Das kann ich auch meinem Geschäftsführer nicht mehr erläutern, wenn ich über das Budget rede, wie viel Kosten da auch auf einen Sender zukommen für Jugendschutz. Frau Witt, Sie sagten gerade, ist klar, dass die Sendezeitbeschränkung nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber Sie warten eben noch auf bessere Lösungen in der Zukunft. Wäre es nicht an der Zeit, an Sie beide gerichtet, die Frage, dass Sie da vielleicht gemeinsam etwas entwickeln oder findet das vielleicht statt und ich weiß es nur nicht? Also wäre das sinnvoll, dass die Rundfunkanstalten, ob nun privat oder öffentlich-rechtlich, mal diese Grenze vielleicht überhüpfen und gemeinsam an einem Strang ziehen? Vielleicht fangen Sie an, Sie waren gerade noch dabei. Meinen Sie in der Entwicklung von technischen? Ja, in dem Abstimmen, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, also wie man Jugendschutz zukunftsfest macht. Ja, im Prinzip hat der Gesetzgeber ja schon von vornherein geregelt, es gibt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die stehen dann so ein bisschen unter Schutz, die regulieren sich selbst, und es gibt den privaten. Also da gibt es ja schon vom Gesetz her so eine Trennung. Wir müssen uns zwar austauschen regelmäßig, was regelmäßig ist, ist auch sehr offen. Aber das ist das Erste, was ich natürlich aufbrechen würde. Ich würde immer denken, man muss
weniger Regeln, aber für mehr Austausch sorgen, dass die Leute, die Ahnung haben in unserem Land von dem ganzen Thema, und das sind wahnsinnig viele, die sollten sich irgendwie gut vernetzen und die sollten sich Hinweise geben, wenn was nicht richtig läuft, aber als erstes mal auf das Vertrauen der Fachleute verlassen. Und da kann man durchaus natürlich genreübergreifend und medienübergreifend sich zusammentun, keine Frage. Wir haben, glaube ich, als Privatsender erstmal angefangen mit FSF und FSM und privaten Unternehmen, die dann auch natürlich ein bisschen durch den Druck auch von Politik sich verantwortlich zeigen müssen, was technischen Jugendschutz anbelangt, was so eine Geschichte wie eine Whitelist-Erstellung bei FragFin anbelangt. Das ist ein Herzensprojekt, das haben wir gerne unterstützt, aber natürlich gab es da auch ein bisschen Druck von außen. Den haben die Öffentlich-Rechtlichen in der Tat, glaube ich, nicht so wie wir. Wir stehen da viel, viel mehr im Fokus. Frau Witt, sehen Sie das auch so, dass Sie da freier agieren können? Die Privaten haben natürlich einen Druck, weil sie... Wenn Sie bitte nochmal das Mikro nehmen, schon. Der Unterschied zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den privaten Rundfunkanstalten ist ja, dass die Privaten einfach finanziell abhängig sind und die Angebote, je weiter die Angebote ist, je weiter die Frequenz, desto mehr sind die Werbeeinnahmen. Also insofern stehen sie einem größeren Druck. Wir sind nicht so auf die Quote, nicht so abhängig von der Quote. Das Lachen. Warum lachen Sie darüber? Ja, genau. Ich würde gerne von einem wissen, vielleicht pass pro toto, warum jetzt gelacht wird. Dann können wir das hier oben gleich mit diesem Mikro. Also ich enttäusche Sie jetzt. Ich habe überhaupt nicht gelacht. Ich bin traurig. Ich bin nur traurig. Wissen Sie, wir sitzen über Jahre in den Kreisen hier der Fachleute und reden immer wieder über diese Fragen und sagen, ja, und da gibt es eine Entwicklung. Und dann kommen plötzlich solche gespenstischen Zahlen 2003, 2007. Da war mal was. Mittlerweile gibt es schon Missverständnisse, wo man noch sein Logo draufkleben soll oder nicht, weil es gar kein Ding mehr gibt. Ich will mal aus der Position derer, die jetzt nicht mit dem Jugendschutz zu tun haben, Herr Jarzombek fragen, was soll eigentlich dieser Unsinn zwischen Bund und Ländern und auch der Unsinn zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten und so weiter, was da immer wieder diskutiert wird. Wer soll das noch verstehen? Und da ist immer die Frage am Ende, worum geht es denn hier eigentlich? Geht es hier darum, dass irgendjemand für sich selbst sagen kann, ich bin der King im Jugendschutz, oder geht es darum, dass eine Gesellschaft der Öffentlichkeit etwas anbieten kann, wo die Gesellschaft sagt, ja, da habe ich Orientierung, darüber kann ich auch diskutieren, das kann ich auch ablehnen, aber es gibt irgendwie ein Signal aus der Politik, wo man merkt, da wird nicht bloß hin und her gezerrt, wir wissen, warum der letzte Vertrag, den wir nicht mehr aussprechen wollen, gescheitert ist. Das hat mit Jugendschutz überhaupt nicht mehr zu tun. Also diese Frage ist doch wichtig mal zu besprechen. Ja, also, man kann es sich jetzt leicht machen und dann auch irgendwie darauf schimpfen. Ich kann es aber auch versuchen zu erklären. Das ist relativ einfach. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten die Rundfunkordnung in Deutschland begonnen haben, ja, ist ein paar Tage her, war es aber ein wichtiges Ziel damals der Alliierten zu sagen, wir wollen keine Situation mehr haben, dass einer auf den Knopf drücken kann und die ganze Nation hört die gleiche Stimme aus dem Volksempfänger. Und ich glaube, man ist solche Gefahren nie ganz los. Und daraus ist ein Grundgesetz und eine Medienordnung entstanden, dass man gesagt hat, wir verteilen die Zuständigkeit für das Medienrecht auf die 16 Bundesländer. Weil dann ist gewährleistet, auch wenn in Berlin nochmal irgendein Irrsinniger an die Regierung kommt, dass es noch sozusagen so ein Backup, so ein Plan B gibt. So, und das gesamte Design unseres Grundgesetzes ist eben auf möglichst Verlangsamung ausgelegt und nicht auf Beschleunigung. Nach den Erlebnissen wirklich der NS-Zeit wollte man ein Regelwerk schaffen, dass nicht mehr einer die ganze Macht hat, dass alle miteinander klarkommen müssen, Länder mit dem Bund, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, ein super kompliziertes System, was für die Beteiligten teilweise schlicht zermürbend ist, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie als Politiker starten, Sie stellen sich dahin, kandidieren in so einem Wahlkreis und sagen, ich habe hier geile Ideen, ich will das Land verändern, und egal wo Sie mit einem coolen Vorschlag kommen, haben Sie immer einen Haufen Leute, die haben da Bedenken, der eine versteht das nicht, diese Technik, Internet, das ist sowieso nur eine Modewelle. Und der Nächste sagt, das haben wir noch nie so gemacht. Und der
allernächsten Tag, da könnte ja jeder kommen und so was behaupten. Und so geht das den ganzen Tag. Das ist für die Beteiligten in diesem System zermürbenst. Ja? Aber wenn man sich nochmal die Grundziele vor Augen hält, vielleicht ist es am Ende doch erfolgreich. Wir haben jetzt eben die Situation, dass dieses Medienrecht ein Länderrecht ist. Das können wir denen auch nicht einfach wegnehmen. Und die Länder haben eine relativ einfache Haltung heute, vielleicht anders als vor 70 Jahren, sagen die, in der Sache ist uns das alles sowieso vollkommen egal. Wir geben euch jede Zuständigkeit, aber ihr müsst uns Kohle geben. So, und dann gehen sie zu ihrem Fraktionsvorsitzenden und sagen, die Länder hätten jetzt gern Kohle. Haben wir da irgendein Projekt, wo wir denen bei irgendeinem Steuergesetz noch 200 Millionen zuschustern? Dann sagt der, nee, wir müssen die Schuldenbremse einhalten, haben wir gerade nicht. Also ich mag lieber Klartext, also Klauseln. Ja? So, und so konkret sieht es halt eben aus. Und dazu kommt noch ein zweites Problem, was wir in Deutschland haben. Wir versuchen ja immer nicht nur den Mercedes zu bauen, sondern mindestens schon, ist jetzt auch ein deutsches Produkt, den Rolls-Royce. Also es muss perfekt sein bis ins Letzte. Beim Datenschutz. Wir haben so einen perfekten Datenschutz, dass überhaupt niemand mehr Internetanwendungen in Deutschland macht. Die haben alle ihren Sitz dann irgendwo in Irland und dann gibt es überhaupt keine Regulierung mehr. Und wir tragen das aber immer noch so als Trophäe vor uns her, sagen, wir haben aber so einen super tollen Datenschutz. Und das ist beim Jugendschutz genauso. Man hat damals bei diesem Staatsvertrag versucht, jeden dazu zu bringen, seine Seite zu kennzeichnen. Das ist natürlich ein Irrsinn. Überlegen Sie sich mal diese ganzen Hobbyleute, die da irgendwo so ein Forum betreiben und die hatten alle Schiss. Und haben gesagt, da kommt irgendein Verrückter in unser Forum, postet der irgendwie so ein paar Bilder mit eindeutigen Szenen und dann kommt direkt hinten dran Abmahnanwalt, da ist ja eine richtige Industrie draus entstanden und was machen wir denn dann? Und das konnte alles nicht so richtig zerstreut werden. Und jetzt sind wir in einer verrückten Situation, dass wir jetzt 10 Jahre damit leben oder noch länger, dass der Jugendschutz eigentlich hoffnungslos veraltet ist. Und das Skurrile ist, dass die Kinder aber trotzdem nicht als Zombies durch die Gegend laufen. Also irgendwie, am Ende muss man sagen, großes Kompliment auch mal an die Eltern, die offenbar mehr können, als wir denen in manchen Debatten halt eben auch zutrauen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Eltern ertüchtigen. Das ist total wichtig und wir werden mit keinem Stück Software es hinbekommen, dass man als Eltern seine Verantwortung einfach abgeben kann, sagt, ich habe das Ding hier installiert und damit ist alles safe und sauber und sicher und ich brauche mich um meine Kinder überhaupt nicht mehr zu kümmern. Das Wichtigste, finde ich, sind gemeinsame Medienerlebnisse von Eltern mit Kindern. Und im Übrigen sind Eltern heute auch viel jünger, als mancher Politiker in der Debatte immer noch so im Hinterkopf hat, weil der denkt dann eher an seine eigenen Eltern, als die, die heute Eltern sind. Und die können vielleicht manchmal auch mehr, als man denen so zutraut. Und wenn die gemeinsame Medienerlebnisse haben und darüber reden und sich das gemeinsam angucken, dann kommt man offensichtlich auch mit einem zugegebenermaßen sehr unbefriedigenden Regelwerk in der Praxis doch besser zurecht, als man so glaubt. Das mit der Kompetenz würde ich später als nächstes gerne aufgreifen, aber in Ihrer Frage schwang noch was mit, was ich auch interessant finde, nämlich diese Vermutung, dass es ja letztlich vorwiegend um Eigeninteresse geht. Das hatte Frau Bipp im Vorgespräch auch so ein bisschen gemutmaßt, dass ja jeder Player natürlich vorwiegend an sich denkt und alle Akteure gar nicht in erster Linie aufs Kind gucken. Herr Schindler, vielleicht stehen Sie am ehesten außen. Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube, in der Diskussion wäre es ganz gut, wenn man ab und zu also auf die Interessen oder Bedürfnisse halt von Kindern guckt. Und natürlich gibt es historische Gründe, warum Bund und Länder sozusagen sich unterschiedlich geregelt sind. Aber es gab auch 2002 das Beispiel, dass Bund und Länder sich geeinigt haben und gemeinsame Eckpunkte entwickelt haben. Wir kriegen oft Besuch aus dem Ausland. Und wir sollen dann den Unterschied zwischen einem 13er-Gremium bei der BBJM und einem 3er-Gremium erklären. Und die Frage ist, geht es eigentlich auch einfacher? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux der ganzen Debatte. Wir führen eine deutsche Diskussion. Also wir streiten uns jetzt zwischen öffentlich-rechtlich und privat oder Bund und Ländern. FSM, FSK, USK, FSF, wer sozusagen halt alles unterwegs ist. Aber die Musik spielt ja wo ganz anders. Und eigentlich wäre unsere Aufgabe sozusagen uns an der internationalen Musik zu beteiligen, die guten Vorschläge, die es in Deutschland gibt. Es ist ja jetzt sozusagen nicht nur alles, sagen wir mal, schlecht, was jetzt in den letzten Jahren entwickelt wurde. Also beispielsweise gibt es also keine vergleichbare Landschaft von Kinderangeboten in keinem Land, was ich kenne. Es gibt nicht sowas wie Kindersuchmaschinen.
und solche Sachen. Es gibt keine sicheren Surfräume, es gibt keine Kinderserverprojekte. Das sind ja alles Exportprodukte, die wir auch nach Europa kommunizieren könnten. Und aus meiner Sicht müssten wir uns da sozusagen halt einig sein. Also nur ein kleines Beispiel. Hajo von Gottberg hat also auch an uns sozusagen die Frage gerichtet, warum sind nur 9 Angebote in Deutschland sozusagen jetzt im letzten halben Jahr sozusagen halt beanstandet worden. Da kann man sich über die Zahl sozusagen halt streiten. Und die Frage war, wo sind dann eigentlich die Prioritäten? Also wenn ich bei Google den Suchbegriff Porn eingebe, finde ich zurzeit 480 Millionen Treffer. Und wir streiten uns sozusagen, was weiß ich, ob wir Zeiten mit 12er-Label haben oder ein 16er-Label haben. Also das ist aus meiner Sicht eine Luxusdebatte, die wir hier führen. Und ich glaube, dass Jutta Kroll mit dieser Folie, die sie gezeigt hat, wo die einzelnen Akteure dabei sind, wie das Zusammenspiel dargestellt wird, aus technischem Jugendschutz, aus Elternverantwortung und also auch aus Selbstschutz sozusagen der Kinder, die Regulierungsebene, aber auch die User-Ebene, also die User als Anwalt der Interessen von Kindern, dass wir darüber diskutieren müssen, dass wir über Gesamtkonzepte diskutieren müssen, dass wir nicht isoliert sozusagen jetzt über Technik sprechen oder isoliert über Medienkompetenz oder isoliert über, was weiß ich, Aufgaben von Anbietern, sondern dass wir das in einer Gesamtsicht sehen müssen und dass wir ein Gesamtbild daraus malen müssen. Und da war 2003 vielleicht der Gesetzentwurf ein guter Wurf, aber wir sind heute nicht mehr in der Situation, dass man viel gesetzlich regeln kann, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten, dass wir mit den Global Playern zusammenarbeiten. Und wir diskutieren hier, was weiß ich, wir haben jetzt vielleicht 300 gelabelte Seiten in Deutschland. Zum gleichen Zeitpunkt sind bei Google oder bei Apple über 1 Million klassifiziert worden. Und wo sind da sozusagen halt die Schnittstellen? Wie können wir sowas nutzen? Also es ist auch viel erreicht worden. Ich würde gerne zwei Dinge noch in dieser Runde besprechen und dann öffnen. Und zwar, Sie hatten jetzt mit Blick auf eine internationale Lösung gesagt, wir könnten, es wäre. Das klingt so, als findet das gar nicht statt. Ist das so? Frage ich in die Runde. Also gibt es da keine internationalen Aktivitäten? Ich würde es gerne aufgreifen und vorwegschicken, dass ich das also alles so unterschreibe. Ich finde es auch super, dass, also klingt das ein bisschen blöd, weil ich selber hier oben sitze, aber ich finde es richtig, dass sozusagen man versucht, die Diskussion ganzheitlich zu führen und versucht, von diesen kleinen Diskussionen wegzukommen, weil die immer Einzelteile betreffen. Und teilweise habe ich auch das Gefühl, man streitet sich über Dinge, die gar nicht mehr relevant sind. Richtig. Und ich glaube, was Herr Schindler gesagt hat, ist vollkommen richtig. Und ich will den einen Punkt aufgreifen, nämlich, dass viel passiert ist und dass es jetzt darum geht, ist natürlich auch immer ein schönes Wort zu bündeln. Ja, das klingt schon immer gleich gut, aber in dem Fall ist es auch, glaube ich, inhaltlich das Richtige. Und zwar nicht nur national, sondern international. Also es gibt sehr viel, ich sag mal, Ressourcen im Netz. Das ist auch so ein bisschen dieser Big-Data-Gedanke, die sich mit Jugendschutz irgendwie befassen. Also das geht von nationalen Konzepten in anderen Ländern, was weiß ich, in den Niederlanden gibt es ein System, das heißt NICAM oder Kalkweiser. Es gibt in Großbritannien gibt's die BBFC und die haben alle sozusagen Daten zu Jugendschutz und zu Inhalten. Es gibt aber auch bei den Unternehmen proprietäre Systeme. Also sie haben beispielsweise bei YouTube haben sie einen Filter, ja, den können sie anmachen. Sie haben dort sozusagen einen höheren Bereich, wo sie sich extra einloggen müssen. Also, und bei anderen Anbietern genauso. Das heißt, die haben dann proprietäre Systeme, wo sie sich auch mit Jugendschutz in irgendeiner Form auseinandersetzen. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ja, ich glaube, wenn man anfängt und sagt, aber diese eine Maßnahme ist noch nicht hundertprozentig, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen, sondern man muss sagen, es ist ganz viel da und das müssen wir nutzen. Und dafür gibt es in der Tat schon ein Projekt mit dem Namen Miracle, was vom HBI koordiniert wird und wo wir unter anderem mit ganz vielen anderen Institutionen aus anderen Ländern auch dran teilnehmen. Und die Idee dieses Projektes ist eben, diese Informationen, die für Jugendschutz technisch in verschiedenen Ländern vorliegen, dass man diese Informationen sammelt und in einer technischen Matrix, sage ich jetzt mal, übersetzbar bzw. vergleichbar macht.
Also es geht gar nicht darum, einen neuen Standard zu kreieren, der dann verkauft wird, sondern es ist ein völlig offenes Projekt, um Informationen zu sammeln und sozusagen vergleichbar nebeneinander zu stellen, mit dem Ziel, das irgendwann technisch wiederum auszunutzen. Und da, finde ich, muss es hingehen. Das heißt, man muss die vielen Ansätze, die so völlig fragmentiert sind, ja, es gibt ganz viele, die fragmentiert sind, die auch große Angebote auch betreffen, dass man die sich rauszieht und dass irgendwann Jugendschutzprogramme auch das Bestehende schon sozusagen verstehen und für den Nutzer verständlich verwenden kann. Ja, und das ist jetzt gestartet. Es läuft jetzt über 24 Monate, glaube ich. Und da setzen wir große Hoffnung rein. Und da muss man, ich glaube, so muss man ansetzen. Man darf nicht probieren, über Regulierung oder sonst irgendwas alles gleich zu machen. Das geht sowieso nicht wegen internationalen. Auf EU-Ebene geht es auch nicht, weil alle haben ihre eigenen Ideen. Die sind natürlich immer die besten. Sondern man muss die Ideen sozusagen prosperieren lassen und dann das Ergebnis nutzen und zusammenführen. Und das, glaube ich, ist ein richtiger Weg. Machen wir zum Abschluss in dieser Runde noch diesen Aspekt ganzheitlicher Jugendschutz. Das klang jetzt ja mehrfach an, bei allen eigentlich. Und ich glaube, es herrscht auch auf dem Podium, vielleicht auch im Publikum, Einigkeit darüber, dass es nicht technische Lösungen gibt oder Kompetenzen erweitern, sondern dass das Hand in Hand gehen muss oder jedenfalls beides passieren muss. Vielleicht darf ich Sie alle bitten, aus Ihrer jeweiligen Sicht als Politiker, als Selbstregulierer, als Anbieter fragen, was können Sie einbringen, also um Kompetenz und technischen Schutz zu gewährleisten und was wünschen Sie sich von den anderen? Das ist auch sehr komplex, aber vielleicht kriegen wir das ja als kleine Schlussrunde hin, bevor wir dann öffnen. Frau Gut, wollen Sie noch nachdenken? Also für mich ist es ganz klar, wenn ich bin Fernsehanbieter, ich habe aber mein Bewegtbild auf unterschiedlichen Plattformen. Es ist aber letztlich für den User irgendwie mal ein Bildschirm. Das verschmilzt alles und dass ich da 5000 Regelungen habe, ist überhaupt nicht verständlich. Also ich brauche eine ganzheitliche Regelung. Ich engagiere mich als privates Unternehmen schon ewig lange für verschiedene Projekte, Vereine. Das mache ich alles und deshalb finde ich, und auch in Europa übrigens, wir waren so oft in Brüssel auch mit Otto zusammen und haben da alles Mögliche gemacht, aber das geht mir alles zu langsam. Ich denke mal, wir müssen jetzt wirklich mal Gas geben und ich würde mir wünschen, dass da dringend was passiert. Warum? Ja, weil es ja nicht mehr vermittelbar ist. Ich habe ein Verschmelzen von Internet, Fernsehen, Video on Demand, DVD-Angeboten und so weiter und habe es immer mit unterschiedlichen Gesetzen zu tun, gesetzlichen Vorgaben und dann wieder Prüfstationen. Das heißt, es kommt oft vor, dass ich einen Inhalt doppelt prüfen muss, weil er auf FSF und dann wieder FSK, das kennen Sie ja alles. Also das ist an der Realität vorbei. Und auf der anderen Seite finde ich immer wichtig, was erwarten denn die Eltern, die Kinder haben und die sich kurz und schnell informieren wollen, was ist das für ein Inhalt und wo sind denn da die Ansatzpunkte? Was könnte, und das haben Sie ja auch gesagt, ich muss bei meinen Kindern sehr unterschiedlich drauf gucken. Der eine kann das abhaben und die andere ist total sensibel, der kann ich keinen Horrorfilm zeigen. Und das ist doch das, was die Eltern jetzt brauchen. Die brauchen irgendwie am besten eine App, die geben den Titel ein und dann kommt sofort sexualisierte Sprache, Gewalt, Action, was auch immer, die Kriterien. Wir waren in Holland, wir haben uns das angeguckt bei NICAM. Das ist so einfach. Die labeln einfach als Redakteur die Inhalte, egal für welches Medium, egal ob für Internet oder Fernsehen oder eine DVD. Die labeln das in der Altersklassifikation, da sind ein paar Icons drauf, warum das wie klassifiziert ist. Und dann habe ich als Eltern doch einen super Überblick. Und mehr kann ich doch überhaupt nicht mehr machen als Anbieter, als das zur Verfügung stellen, weil dann die Eltern, das haben Sie ja auch gesagt, die sind kompetent, die wollen das nur ganz einfach handhabbar haben, da bin ich mir total sicher. Und daran muss man doch denken, was kann man für die Eltern tun, damit es dann auch den Kindern zugutekommt. Herr Zombeck, Sie sind ja Sprecher für die digitale Agenda. Ist das auf der Agenda Ihrer Fraktion, oder ich will Sie jetzt gar nicht an parteipolitische Festlage, ist das im Bundestag ein Thema, ist es in der Regierung? Und was würden Sie gerne, wenn Sie Kanzler von Deutschland
Tja, also natürlich ist das ein Thema, aber man muss auch sagen, dass wir einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag erarbeitet haben in der letzten Periode, der von den Ländern abgelehnt wurde in einer deutlichen Form und die jetzt selber mit dem neuen Staatsvertragsentwurf das Thema lösen wollen. Und ich glaube, solange dieser Versuch noch nicht gescheitert ist, werden wir wahrscheinlich unsere Ressourcen auf andere Felder erstmal investieren, als hier quasi etwas zu erarbeiten, was die Länder nicht wollen. Nee, ich glaube, wir haben ja auch nicht mehr viel zu erarbeiten, weil ich glaube nach wie vor, dass wir einen guten Vorschlag haben. Und vielleicht ist dessen Zeit noch nicht reif gewesen letztes Jahr. Und vielleicht müssen wir jetzt mal eine Konsultationsrunde warten, dann holen wir den wieder raus, wenn die Länder sich zerlegen. Wenn wir sagen, wir hätten da doch noch einen Vorschlag, der ist doch schon komplett fertig. Wir haben schlaue Leute im Ministerium viel Zeit mit verbracht. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn man Hilfestellung hat. Nö, so geheim ist der nicht, von der Novelle Jugendschutzgesetz. Aber was aber nur das Josch wieder regelt, nicht den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Genau, aber wir hätten an dieser Stelle die Kompetenz vom JMSTV aus Josch hochgezogen. Bitte? Ja, das können Sie jetzt so rum oder so rum betrachten. Sie haben genau das Gleiche gemacht, was jetzt, das macht die Sache so völlig absurd, was die Länder jetzt eben auch machen, nämlich sie haben im Prinzip USK und FSK die Möglichkeit gegeben. Sie haben FSK und USK in dem Gesetzentwurf die Möglichkeit gegeben, auch für Fernsehen und Internet zu kennzeichnen. Das heißt also auch beispielsweise für Online-Spiele die USK-Freigabe. Das war aber auch alles, was ich da dem entnehmen konnte. Und genau das haben dann, nachdem die Länder es tierisch abgelehnt haben, nach dem Motto, das geht gar nicht, das sei also alles irgendwie Firlefanz, haben sie genauso reingeschrieben. Ja, das macht die ganze Absurdität. Das heißt, so nach dem Motto, es ist noch nicht alles geregelt worden, schon lange nicht von jedem. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, und man kann das ja ganz ernsthaft diskutieren, dass man nicht so richtig verzichten will auf das, was man noch regeln kann. Das heißt, auf die Institutionen, die das im Augenblick noch machen, das sind im Wesentlichen USK, FSK und FSF für die Bereiche Computerspiele, und zwar die Offline-Version, DVDs und Kino und Fernsehen. Und dass man ansonsten sagt, okay, was geregelt wird, aber letztlich wissen wir ganz genau, das wird im Sande verlaufen und eines Tages wird man wahrscheinlich fragen, lohnt es sich denn noch, nachdem im Internet alles zu bekommen ist, das Ganze im Kino, auf DVD und im Fernsehen noch zu machen. Wahrscheinlich im Fernsehen wird es am längsten bleiben, weil das ein Medium ist, was einfach auch zufällig zugänglich ist. Also wenn ich mal was ganz anderes sehen will und einschalte und plötzlich auf irgendeinen Porno- oder Erotikfilm komme, würde ich mich wahrscheinlich beschweren. Ich vermute also mal, das Fernsehen wird am längsten bleiben. Ansonsten sieht das alles so aus, als würde das früher oder später im Sande verlaufen. Und ich weiß jetzt nicht, der eine würde sagen, was ich jetzt erzählt habe, ist eine Horrorvision. Vielleicht ist es einfach der Gang der Dinge und wir setzen darauf, dass die Menschen früher oder später mit den Dingen zurechtkommen. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich denke nur, wir sollten ehrlich sein und deshalb fand ich die Diskussion interessant, aber so ein bisschen... Sie ist noch nicht vorbei. Ich rede jetzt mal rein. Nein, ich meine bisher. Nur noch ein Satz. Kurz und sie war insofern desorientiert, als dass ich nicht genau weiß, wo fangen wir denn nun an und was machen wir konkret? Ja, also das war alles die allgemeine Situation, ja, aber konkret. Aber ich finde, also wenn wir das jetzt so ganz kleinteilig betrachten, was stand ganz genau in dem Vortrag, dann dafür haben wir den Rahmen, glaube ich nicht. Ich würde, also das ist bestimmt prima für Expertengespräche draußen, aber in diesem Rahmen würde ich jetzt wirklich nur einen Satz, vielleicht auch ohne Komma hier ja zum Beck. Also ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie haben eigentlich eine gute Klamotte in der Schublade, wie auch immer die jetzt im Detail aussieht und was immer Sie davon halten. Aber meine Frage ist ja eher, ist das wirklich ein Thema, das die Regierung auf dem Schirm hat oder das im Parlament als Problem wirklich so weit umsteht, wie es wahrscheinlich für die Kinder und für die Eltern ja ist in seiner Wesentlichkeit? Ja, weil wir haben das in der letzten Periode hatten wir eine Enquete-Kommission, die hatte 12 Arbeitsgruppen und eine hat sich mit dem Thema Jugendschutz und Medienkompetenz beschäftigt. Und da haben wir mit vielen Experten sehr lange dran gearbeitet und ich glaube, wir haben einen sehr guten Bericht mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen. Und da wird man jetzt auch eine Reihe von umsetzen. Und im Übrigen sage ich auch mal ganz klar, was mich mehr sorgt als das Thema Jugendschutz, ist die Frage der Teilhabe. Weil, dass wir uns das leisten, heute immer noch auf Zufall zu setzen, ob junge Menschen heute
irgendwie lernen, wie man das Wissensmedium Internet für sich nutzen kann. Das, finde ich, ist ein Riesenproblem und noch ein viel größeres. Weil es gibt Jugendliche, die wachsen so auf, dass sie glauben, das wäre ein reines Unterhaltungsmedium. Und das finde ich eine super wichtige Aufgabe. Und das ist das, wo wir momentan den Hauptfokus drauf haben, zu gucken, wie bekommen wir das hin, dass junge Menschen in der Schule mit dem Internet, mit eigenen Tablets konfrontiert werden und die Wissensmöglichkeiten, die Chancen des Netzes nutzen lernen. Das ist dann auch der Aspekt kommt. Genau. Das ist allerdings tatsächlich auch ein wichtiger, also es ist halt eine ganz andere Baustelle, ne? Sozusagen neben der Frage, wie reguliert man jetzt was sinnvoll, aber ich glaube, also ich gebe Ihnen recht, da müssen wir wahrscheinlich nicht in die Details einsteigen, man merkt ja auch, da brechen sozusagen die aus sozusagen institutionellen Diskussionen aus, die wir wahrscheinlich alle kennen, was das Thema Kompetenz angeht. Und das habe ich vorhin auch angedeutet, überrascht es mich sehr stark, wie die Meinung auch bei Pädagogen, ich bin ja selber Jurist und kann sozusagen nur vom Hörensagen darüber reden, deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich bin überrascht, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Also es gibt, ich habe neulich mit einem Freund geredet, der ist Lehrer, der ist so alt wie ich, also 25, und der hat gesagt, also Handys bei ihm im Unterricht, es kommt über, die spielen nur Quizduelle und das wäre ganz furchtbar und man könnte, wenn er sagt, mach aus, die machen es immer heimlich an, das wäre ganz schlimm und das würde überhaupt nicht gehen. So, und dann gibt es zum Beispiel Kollegen von meinem Vater, die sind in Rente, die sagen, doch, das geht, wir haben damals schon irgendwie, vor 2 Jahren schon haben wir die Handys und das muss man nur richtig machen und so weiter. Das heißt, es gibt für mich dann noch so eine totale Fragmentierung auch an der Bewertung und das hat auch wahrscheinlich auch zur Folge, dass es nicht funktioniert, das in irgendeiner Form in einem übergreifenden, sinnvollen und kohärenten Konzept dort einzuführen. Ich finde es aber krass, dass sozusagen Kinder, auch die hier standen mit 10 und 11, in welcher Art und Weise über die Mediennutzung an der Schule geredet wird. Das zeigt ja schon, dass sozusagen diese wahnsinnige Kritik daran, ja, da mitschwingt. Das heißt, es ist so dieses Bash-Spielgerät. Aber in dem Moment, wo sie aus der Schule kommen, nur noch digitale Medien. Ja? Das ist das einzige Instrument. Und da ist für mich die Frage, aber das ist ja eine alte Frage, das kennen Sie alle schon aus dem FF, aber das, ich finde das krass, ja, also wir sind jetzt im Jahr 2014 und wir haben immer noch diese Wahrnehmung teilweise, dass das also was ist, was man erstmal nicht anfasst und das muss sich doch ändern, also das muss man doch auch sozusagen wie selbstverständlich in der Schule auch nutzen. Vielleicht für Frau Witt und Herrn Jatzowik, Sie schütteln gerade den Kopf, Sie waren dann noch nicht da, als die Mädels da waren, das war tatsächlich, hat mich auch beeindruckt, ein Mädchen sagte, na, ich spiele gar nicht so im öffentlichen Raum damit, weil ihr ist peinlich, wenn dann 80-Jährige denken, sie hat das ganz nett gesagt, wenn dann 80-Jährige denken, Mensch, die Jugend von heute, also sie nimmt vorweg, dass ihr da Negatives gegenüber euch und sie findet das unmöglich, möchte die Leute damit nicht konfrontieren, das war tatsächlich ein harter Urteil für eine 10-Jährige. Frau Witt, abschließend die Runde und dann, ich glaube, 2 Fragen schaffen wir mehr nicht, aber abschließend noch Kompetenz und Schutz, was macht die ARD oder der NDR speziell? Naja, ARD. Also, ja. Wir machen das Herkömmliche, es ist so, dass ich kann ja das verraten, ich meine, aber das es wird... Sie machen. Was Sie machen, hatten wir schon, aber... Also wir können... Wir würden uns sicher an solchen Entwicklungen beteiligen. Es ist aber auch so, ich finde, es ist auch eine Aufgabe des Mediums, wenn dann die Medienkompetenz nicht an die Schulen kommt, dann könnten wir, Frau Gutz hat es auch schon berichtet, einfach auch im Programm darüber berichten. Ich glaube, dass das größte Problem wirklich die Aufklärung ist. Und die Jugendschutzprogramme werden sich durchsetzen, nicht mit Gewalt, sondern nur über Aufklärung. Ich möchte noch einfach mal sagen, wir sind ja für Jugendschutzprogramme und ich selber bin für Jugendschutzprogramme. Nur wenn die Eltern nicht Bescheid wissen, wenn sie gar nicht wissen, was es ist, und das hat das Hans-Bredow-Institut in Person von Herrn Hasenbrink uns ja sehr verdeutlicht allen, wie wenig Eltern, und Sie, Frau Kroll, jetzt auch wieder, wie wenig Eltern wissen, was eigentlich ein Jugendschutzprogramm ist. Die sind interessiert an Virenschutz, aber nicht an Jugendschutzprogrammen. Und da kann ich dann nur zu Herrn Jatzombek kommen, der diese Medienkompetenz rauf und runter geritten hat. Und ich denke, nur diese beiden Sachen zusammen werden dazu führen, dass wir einen adäquaten Jugendschutz, so wie wir ihn uns wünschen, in Deutschland bekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn die Eltern nicht wissen, worum es geht, wird es nicht funktionieren. Und wir kriegen es nicht mit Gewalt, indem wir eine Online-Initiative gründen und sagen, so Leute, jetzt setzt mal diese Dinge ein. Da können wir nicht mitmachen. Also darüber scheint Einigkeit zu herrschen, geht nur zusammen.
Also ich glaube, wir diskutieren ja jetzt immer noch den Jugendschutz fürs Fernsehen, fürs Internet. Man kann das nicht mehr trennen. Man kann das nicht mehr trennen. Wir leben in einer Zeit der Konvergenz und das wird allen mittlerweile auch deutlich werden, dass auf dem Fernsehbildschirm im Wohnzimmer man Internetinhalte in derselben Qualität sieht und man weiß nicht mehr, woher kommt das jetzt. Kommt das vom Satelliten, kommt das aus dem Kabel oder aus dem Internet? Und in dieser Situation braucht man erstmal einen Ansatz, der das alles übergreift. Und ich begreife nicht, dass in allen an unseren Nachbarländern sozusagen man verstanden hat, dass man hier vereinfachen muss und allen Informationen zukommen, den Eltern Informationen geben muss über die Inhalte, die man verbreitet. Schauen Sie, wenn Sie jetzt sagen, wir wollen nicht hacken, wir wollen unsere Sendung in Zeitgrenzen sehen. Mittlerweile ist in den Kinderzimmern ist ein Fernsehgerät, es gibt andere Devices, es gibt iPads und so weiter, iPad und so weiter. Also die Kinder können nach 20 Uhr genauso in ihre Programme reingehen. Da haben die Eltern keine Kontrolle. Fernsehen, die Zeitgrenzen haben ja etwas damit zu tun, dass man im Wohnzimmer, da gibt es eine elterliche Kontrolle und so weiter. Warum können Sie nicht trotzdem Ihre Programme mit einer Alterskennzeichnung versehen, dass Eltern, die diese Systeme haben, dann trotzdem das nutzen können? Das verstehe ich nicht. Also im Moment, ja. Herr Schreier, sind wir wieder bei dieser Diskussion Henne und Ei. Ja. Im Moment sehen wir keine Veranlassung. Es gibt gar keine Jugendschutzprogramme bei den Eltern. Was sollen wir denn im Moment labeln? Das ist doch im Moment völlig... Okay, dann bleiben Sie... Aber das ist nicht das Wichtige. Ich glaube, wir sollten uns relativ schnell verständigen, dass alle Programme, ob nun im Internet oder im Fernsehen, mit einer Altersempfehlung versehen werden, mit der Eltern was anfangen können. Und das ist, glaube ich, der nächste und allerwichtigste Schritt. Alle von Spanien bis Polen haben das schon gemacht in sehr schneller Zeit. Bei uns dauert es ein bisschen länger durch die politischen Strukturen, die wir haben, das wissen wir. Aber das, was wir jetzt vorgelegt bekommen und das, was wir diskutieren, das ist ja wirklich, da fühlt man sich wieder ein Jahrzehnt zurückversetzt. Aber ich finde, darf ich noch einmal ganz kurz? Ich finde wirklich, dass... Auch wir sind jetzt hier wieder klein, klein. Sie machen zwar den großen Bogen, überall ist es so, aber wir versuchen nie irgendeinen Ansatz zu finden, was können wir mal gemeinsam zum Schutze der Jugend tun. Es ist immer, jeder hat sein eigenes Jugendschutzprogramm, jeder will sein eigenes Jugendschutzprogramm durchbringen. Ich frage mich das, was Frau Kroll vorgestellt hat, warum ist es nicht möglich, den Bund, die Länder, die Gesetzgeber, haben wir schon Bund, Länder, Eltern, Jugendliche und die Unternehmen zusammenzubringen. Warum ist das nicht möglich? Weil jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich will mich da nicht ausnehmen, also gar keine Frage. Aber wir müssen nicht Ihnen unbedingt folgen, weil solange diese Jugendschutzprogramme nicht sicher ist. Und ich denke, es wird möglich. Also, da würde ich... Wir haben eine Reihe von Instituten, die sich damit beschäftigen, das Fraunhofer-Institut, wir haben die Bertelsmann-Stiftung, sondern das Hans-Bredow-Institut, die alle unabhängig irgendwie diese Dinge mal angehen können. Das passiert aber nicht, weil keiner Geld in die Hand nehmen will. Das stimmt nicht. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt zu klein diskutiert und... dass es aber auch positive Beispiele gibt, bei denen es sozusagen gelungen ist, sagen wir, solche Grenzen im Kopf halt zu überwinden. Also für mich ist ein Beispiel das Kinderserver-Projekt. Da stellt Frag Finn und FSM sozusagen die Whitelist zur Verfügung. Das ist sozusagen privat. Die Blinde Kuh stellt ihre Liste zur Verfügung. Das ist staatlich finanziert. Echo stellt den größten Netzknoten in Deutschland kostenlos zur Verfügung. Da wird sozusagen die Technik kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kinderseiten stellen ihr Know-how in der Vernetzung zur Verfügung und wollen ein gemeinsames Werbenetzwerk für Kinderseiten sozusagen halt aufbauen. Das heißt, es gibt solche Ansätze, die dann aus meiner Sicht also auch so ein Hoffnungsschimmer sind, wo es hingehen könnte. Ein anderes Beispiel ist das E-Kids. Da ist es ja so, dass Bund und Länder sozusagen zusammenarbeiten, dass Unternehmen, Verbände, Aufsicht zusammenarbeiten und wo man versucht, seine Stimme zu bündeln. Es gab in Europa diese CEO-Coalition,
wo es das erste Mal gelungen ist, also auch die wichtigen Akteure, nämlich die Betriebssystemhersteller, also die Apples dieser Welt, die Googles und die Microsoft sozusagen halt auch in die Diskussion halt einzubeziehen. Und diese Diskussion läuft aber momentan so, dass man also keine Forderung an dieser Runde stellt, sondern dass in der Arbeitsgruppe Parental Controls quasi die erzählen, was sie jetzt schon machen. Aber jetzt eine Forderung auch aus Deutschland zu formulieren und zu sagen, wir haben ein ganz klares Prioritätenraster. Für uns ist mobil besonders wichtig zurzeit, für uns ist der Schutz kleiner Kinder besonders wichtig, weil sich da am meisten tut. Und mit so einer Forderung daran zu gehen und zu sagen, hier müssen wir als ersten Schritt was tun und es muss eine europäische Antwort sein, das wäre für mich eine sinnvolle Diskussion. Also ich würde noch mal in Richtung Frau Witt noch sagen, die Keynote von Frau Kroll hat ja angesprochen, sie hat uns ja auch aufgegriffen, es gibt eine Verunsicherung bei den Eltern, aber ich denke, dadurch, dass die Leitmedien, die privaten und die öffentlich-rechtlichen gerade bei dem Thema Jugendschutzprogramme nicht mit einer Stimme sprechen, dass eben sie sagen, sie halten es derzeit nicht für notwendig, ihre Seiten dafür zu labeln, dass es natürlich dazu beiträgt, dass es kein positives Image nach außen hat. Und ich würde da auch... Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ja. Auch guten Weg im Bundestag. Weil Herr Zombeck hatte das ja auch schon gesagt, es gibt das 100% sichere Jugendschutzfilterprogramm wird es nicht geben. Es wird immer Lücken oder neue Neuerungen geben, die sozusagen das Jugendschutzprogramm, die zu 100%. Und dieser Perfektionismus, daran sollte man das nicht festmachen. Und mein Beispiel ist immer, es gibt nach wie vor im Straßenverkehr Verkehrstote und es gibt auch sterben Kinder im Straßenverkehr, aber deswegen würde niemand sagen, mein Kind darf deswegen nicht auf der Straße Fahrrad fahren oder so. Also es gibt immer gewisse Restrisiken und sich hinzustellen, ich mache erst mit, wenn es eine 100% Garantie gibt, die ja nie jemand leisten kann, das finde ich dann schon eine sehr, sehr extreme Blockadehaltung in dem Programm. Und also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich öffentlich-rechtliche und private bei dieser Thematik mit einer Stimme sprechen und sie auch das Labeling mit unterstützen, damit an dieser Front wir auch tatsächlich verbraucherfreundlicher werden. Vielen Dank. Wollen Sie da noch drauf Bezug nehmen, Frau Witt? Ja, das mit dieser Blockadehaltung, das ist natürlich nicht so. Möglicherweise kann ich es nicht richtig ausdrucken. Also es ist, wir verlangen auch keine 100%ige Sicherheit. Nur ich habe und die ARD hat nach wie vor das Gefühl, dass die Eltern nicht genug aufgeklärt sind und dass es also dieses Jugendschutzprogramm JUSPROC jedenfalls nicht geeignet ist, da wo die Jugendlichen das Internet nutzen, zu helfen. Und wir halten uns zurück und das wollen sie nicht. Das ist doch der Unterschied zwischen dem privaten und dem öffentlichen. Wir stellen. Probieren Sie denn dann auch? Ja, wieso? Wir machen eine Reihe von Sendungen über diese Geschichten. Vielleicht nehmen wir noch den. Ja, was? Ja, es spricht ja eigentlich nichts dagegen, Frau Witt, dass Sie vielleicht einfach labeln und über Ihre Kanäle das auch kommunizieren, weil es ist ja keinem damit geholfen. Wenn wir jetzt immer beklagen, dass es nicht genügend kommuniziert wird, dann müssen wir es halt tun. Also so wie wir das auf unseren Seiten, die wir gelabelt haben, für Eltern verständlich anbieten und verlinken zu den Programmen, die können dort runtergeladen werden. Es gibt ein Filmchen von der FSM dort, also es ist, glaube ich, wirklich ganz gut zu verstehen. Und wenn Sie das eben für Ihre Klientel auch täten, wäre, glaube ich, schon ein bisschen wieder gewonnen. Was wäre damit gewonnen? Mehr Öffentlichkeit für diese Möglichkeit. Für die anerkannten Jugendschutzprogramme. Ja, für dieses Konzept auf jeden Fall. Das Anbieter, was anbieten. Das ist etwas, wo wir uns mit Sicherheit nicht verwehren. Aber wir machen keine Reklame für die momentan anerkannten Jugendschutzprogramme, die eben nur für Windows-Betriebssysteme kompatibel sind. Das ist doch,
Ja, Frau Orban, Sie schütteln mit dem Kopf, aber es ist doch so. Sagen Sie mir was anderes. Und ich frage mich, warum kriegen wir es nicht hin, dass es überall funktioniert? Ich möchte es nochmal einmal. Wir sollen Reklame für die Jugendschutzprogramme machen. Glauben Sie, deshalb werden die Eltern diese Jugendschutzprogramme installieren? Vielleicht. Aber ein Versuch ist es wert. Ja. Es geht darum, ob man jetzt von überzeugt ist, einen Schritt in die richtige Schritt zu machen. Ja, aber wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir diese Jugendschutzprogramme propagieren. Nee, das ist nur Ihre Meinung, die Sie ein Interesse haben, 18er Inhalte 24 Stunden ins Netz zu stellen. Ich möchte das jetzt in Richtung. Doch, Herr Schaar, ja, natürlich ist es das. Ja, da freue ich mich ganz besonders, weil diese Diskussion, wer hat jetzt den besseren Jugendschutz, so ein bisschen wie mir vorkommt, wie im Sandkasten, wer hat das Förmchen, also die einen setzen sozusagen halt auf die Zeitsteuerung und haben dafür gute Argumente und die anderen setzen sozusagen auf das Labeling und haben damit auch gute Argumente. Aber die Frage ist doch, warum hat diese Kampagne Sicher Online Gehen nicht dazu geführt, dass ein größerer Teil von Eltern diese Jugendschutzprogramme installiert hat? Es hat auf jeden Fall war kein merklicher Zuwachs zu verzeichnen. Und ich denke mal, das hängt damit zusammen, was Jutta Kroll gesagt hat, diese Jugendschutzprogramme sind noch nicht so, wie sie sein könnten. Ich würde sagen, ich habe viele Ideen, wie man sie besser machen könnte. Und für Taschengeld kriegt man auch keine guten Jugendschutzprogramme, sondern dann braucht man ein gemeinsames Bündnis von Bund, Ländern und Unternehmen, die Geld in die Hand nehmen müssen und das weiterentwickeln müssen. Und da müssen die Unternehmen an einen Tisch. Ich freue mich sehr, dass Apple inzwischen ein Jugendschutzprogramm hat, das auf Windows Mobile sozusagen eine Kids Corner verfügbar ist, dass bei Google Android, was weiß ich, ein begleiteter User sozusagen halt existiert. Das sind alles Schnittstellen, die es Eltern wesentlich einfacher machen würden. Und in die Richtung jetzt gemeinsam weiterzudenken, das wäre angesagt und uns jetzt nicht darüber zu streiten, wie wir, sagen wir, das Labeling auf 500 erhöhen oder was weiß ich, ob jetzt, was weiß ich, Zeitgrenzen, sagen wir, der Weisheit letzter Schluss. Der das sicher nicht. Apropos Weisheit, ich würde sagen, das war ein wunderbares Schlusswort von Friedemann Salomon Schindler. Sie haben uns ein bisschen nochmal ausgeführt am Schluss aus dem Sandkasten und Frau Witt konnte nicken, ich hoffe, Sie konnten auch nicken. Wir haben jetzt nur angerissen, wir können jetzt, glaube ich, sofort weiter diskutieren, aber so ist es eben. 100-prozentige Jugendschutz gibt es nicht und 100-prozentige Podiumsdiskussion auch nicht, wenn die nur 60 Minuten dauern. Herr Jatzombek hat Ihnen gesagt, gute coole Vorschläge, vielleicht ein ganz bisschen davon hat er auch. Und Frau Guth hat gesagt, Gas geben. Und das ist vielleicht auch ein schönes Stichwort für Herrn von Gottberg, der uns alle gleich am Fernsehen sehen will. Das ist ein kurzer Schluss. Prost.